Womit ich mich beschäftige seit 20 Jahren, sind eigentlich drei Themenfeldern. Wie exakt werden in Organisationen eigentlich Strategieziele formuliert? Und das Formulieren ist meistens sehr einfach im Verhältnis zu dem, sie auch durchzusetzen. Und deshalb möchte ich heute über einen Begriff sprechen, den Sie wahrscheinlich nur zum Teil kennen werden, nämlich über die Volitionskompetenz, warum unser Wissen nicht zum Handeln führt. Dann möchte ich über das Thema der Personalziele sprechen. Wie können wir eigentlich Mitarbeiter bewegen? Und können wir überhaupt Mitarbeiter bewegen zu Dingen, die Mitarbeiter gar nicht wollen? Und das Dritte sind eben Organisationsziele, warum es bestimmte Kulturen in Organisationen braucht, weil ansonsten auch das Bewegen von Mitarbeitern und die Strategieziele quasi zahnlos bleiben, weil sie nämlich sich nicht umsetzen lassen in die Praxis. So, dazu gibt es verschiedene Module, die ich in verschiedenen Kliniken und in verschiedenen Radiologien in den letzten Jahren durchgeführt habe. Auch die möchte ich Ihnen heute nicht zeigen, können Sie gerne, wenn Sie möchten, nochmal nachlesen im Nachgang. Worüber ich sprechen möchte, ist, dass sich vielerlei Dinge verändert haben. Das ist ein Satz, den ich vor vielen Jahren in einem Chefarzt-Workshop gehört habe, weil ich sehr viele Chefarztausbildungen mache zum Thema Führung, universitär und nicht universitär. Und da hat jemand gesagt, wenn wir heute so führen würden, wie wir selbst geführt worden sind, hätten wir keine Mitarbeiter mehr. Und das gilt natürlich nicht für alle, aber es gilt, glaube ich, für viele, dass sie merken, dass Führen immer ein Abbild von gesellschaftlichen Realitäten ist und Führung deshalb heute wahrscheinlich eine andere sein wird als Führung in 10 Jahren und höchstwahrscheinlich vor 10 Jahren eine andere war als heute. Und das, was wir hier mit aktuellen Entwicklungen beschreiben zum Thema der Flüchtlinge etc., sind alles sogenannte Disruptive Behavior oder Disruptive Aktionen, die passieren, die eben diese Themen völlig verändern können. So, und wenn man sich mit Führen beschäftigt und mit Wirksamkeit beschäftigt, gibt es drei Themen, die man sich sehr genau anschauen sollte. Das ist einmal die Intention, die sogenannte intentionale Wirkung. Das zweite sind die Relationen, das heißt die Beziehungsgeflechte. Und das dritte sind die Konditionen, unter denen Dinge passieren. Ich fange mal mit dem letzten an und dann komme ich wieder zum ersten. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der Architektur bringen, was Sie vielleicht etwas überraschen wird, dass ich hier zum Thema Führung, Radiologie spreche und auf die Architektur komme. Und das Beispiel ist mir vor vielen, vielen Jahren begegnet in der Planung von sogenannten Trabantenstädten und der Planung von Grünanlagen. Und das möchte ich Ihnen zeigen und das hat nämlich unmittelbar etwas mit Ihrer Organisation zu tun, auch wenn Sie nicht als Architekt oder Architektin tätig sind. Wenn man solche Städte geplant hat, dann hat man Folgendes getan. Man hat Häuser geplant, man hat die dorthin gestellt, es gab eine Straße oder es wurde eine Straße angelegt, man hat eine Haltestelle installiert, weil da gab es nämlich einen öffentlichen Nahverkehr und dann hat man Grünanlagen gebaut. So, das waren die Planer. Wenn man dort 2 Jahre später schaute, dann waren die Grünanlagen etwas beschädigt. Weil die Leute haben festgestellt, es ist eigentlich viel leichter, hier zu gehen. Es ist eigentlich viel leichter, hier zu gehen. Es ist eigentlich viel leichter, hier zu gehen und so weiter. Das heißt, die teuer bezahlten Grünanlagen waren durch Trampelpfade zerstört. Dann haben die Architekten eine spannende Idee gehabt und das hat sehr viel mit ihren Organisationen zu tun. Die haben keine Wege mehr gebaut. Die haben gewartet, indem sie einfach Gras gestreut haben. Was passiert? Okay? Die sind so gelaufen, die sind so gelaufen, die sind so gelaufen. So. Und nachdem man das ein Jahr beobachtet hat, hat man hier die Grünanlagen gebaut, nämlich dort, wo die Trampelpfade waren. Und genau das passiert in Organisationen. Wie viele Pfade bauen sie, die dann doch zu Trampelpfaden werden und nicht gegangen werden? Und was ist eigentlich das Problem? Trampelpfade als wirklich funktionierende Pfade zu akzeptieren und dann Prozesse auch sinnvoll zu bauen, nämlich nach Wegen, die Mitarbeiter sinnvollerweise gehen. Und nicht jeder Weg, den Mitarbeiter geht, ist ein sinnvoller Weg, um das deutlich zu unterscheiden. Das heißt, es ist die Frage, wo machen wir etwas, wo wir von der Wirksamkeit uns immer wieder verabschieden müssen, weil die Realität, Real Life, ganz anders aussieht, als das, was unsere Planungshorizonte bedeuten. Das ein ganz kurzer Ausflug zu den Konditionen in unseren Organisationen. Was ist mit unseren Intentionen? Also Intention bedeutet eigentlich die Frage, was sind eigentlich zukunftsfähige Ziele? Und wie explizit ist in meiner Führung
ein Ziel, was ich konkret treffe, auch umgesetzt. Das heißt, wir haben viele Visionen, wir haben Leitbilder, die ich heute in Kliniken nur noch mit D schreibe, nicht mehr mit T. Das heißt also, wir leiden unter den Bildern, die niemals zur Realität werden. Und warum beschäftigen wir uns eigentlich mit so viel Planung, wenn wir permanent überrascht werden, dass die Planung nicht eintritt, weil nämlich etwas ganz anderes eintritt? Und warum sind wir eigentlich nach wie vor mit Planungshorizonten beschäftigt, die sich überhaupt nicht umsetzen lassen? Der zweite Teil, das sind die Relationen in den Radiologien, Organisationen, wo auch immer sie tätig sein mögen. Und da gibt es eine Menge Spannungs- und Konfliktfelder. Und ich würde sagen, mindestens 20% meiner Arbeitszeit beschäftigt sich mit Konflikten, Beziehungskonstellationen in Praxen, in Kliniken, die im Grunde genommen Folgen sind von nicht geklärten anderen Fragen. Das heißt, wir haben eine Reihe von Beziehungskontexten, die unser Führen und unsere Wirksamkeit sehr stark, ja, schwierig machen, bis manchmal unmöglich machen. So, und dann komme ich auf das nochmal zurück, was ich eben mit diesem Beispiel versucht habe, deutlich zu machen. Was sind eigentlich unsere Konditionen des Handelns? Wo übersteuern wir eigentlich in unseren Organisationen und wo untersteuern wir ihn? Das heißt also, wir haben Bereiche, da sind wir stark übersteuert und es gibt Bereiche, da sind wir gleichermaßen, und das macht es in der Tat komplex, in der gleichen Organisation stark untersteuert. Und das herauszufinden, darüber möchte ich ein bisschen mit Ihnen heute arbeiten und mit Ihnen darüber sprechen. So, das nochmal der ganze Zusammenhang dieser drei Dimensionen. So, wir haben ein Beispiel von neuer Welt vor wenigen Wochen in Innsbruck gehabt. Ich war vor etwa 8 Wochen in Innsbruck mit Chefärzten aus deutschen Universitätskliniken der Radiologie, die seit teilweise 20 Jahren in dieser Funktion sind und auch, also waren und sind, und mit Chefärzten, die gerade mal 100 Tage an Bord sind. Und die haben wir in Innsbruck zusammengebracht in einem 2-tägigen Workshop und wir haben über Führungsperspektiven miteinander gerungen, was heißt es eigentlich, heute in diese Rolle zu kommen, unter heutigen Bedingungen, unter heutigen Beziehungen, und was bedeutet das für die, die das seit 10, 15, 20 Jahren schon machen, und was ist da voneinander zu lernen. Wir sprechen so viel über Diversity und meinen dann oft Genderfragen, aber wenn wir über Diversity sprechen, sollten wir auch mal darüber sprechen, dass wir in den Organisationen gleichzeitig mehrere Generationen mit sehr unterschiedlichen Führungsbildern, mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen und mit sehr unterschiedlichen Ideen, wie es denn funktionieren sollte, zusammen haben. Und dann ist die Frage, ist da das Wichtigste die Erfahrung? Und da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen, oder ist das Wichtigste, dass ich meine Erfahrung adaptieren kann an die heutigen Kontexte? Weil Erfahrung ist nichts wert, wenn die Erfahrung gemacht worden ist in einem Umfeld und einem Kontext, der heute nicht mehr so ist, ich aber daran festhalte. In den Verhaltenstherapien gibt es da einen Namen für, das nennt sich Outdated Self-Image. Also ich habe ein Selbstbild, was eigentlich überkommen ist, ich halte aber immer noch dran fest. Das ist so, wenn sich die 80-jährigen Männer das erste Mal eine Harley kaufen und dann beim ersten Mal tanken an der Tankstelle damit umfallen, weil das Ding doch schwerer ist, als man dachte. Ja, so ein Beispiel. Das gibt's. Ich will jetzt keine Gender, ich mache das jetzt mal nicht genderneutral, ich bleibe mal bei den Männern. Gut, so. Das heißt also, da hat sich eine Menge verändert. Und darüber müssen wir in den Austausch kommen. Und was ich immer wieder feststelle, dass sozusagen diese Frage von Strategiebildung in Kliniken und in Praxen, und ich spreche nicht explizit über die Ärzte, sondern ich spreche genauso über die kaufmännische Leitung, dass das eigentlich in vielen Häusern immer noch kein strukturierter Prozess ist. Regelmäßig, und zwar wirklich regelmäßig, ob das nur einmal im Jahr ist oder zweimal im Jahr ist, das mögen Sie selber entscheiden, was da richtig ist, aber zusammenzukommen, darüber zu diskutieren, was hat sich verändert, wie wollen wir damit umgehen, und zwar professionsübergreifend. Was passiert? Es ist losgelöst, ärztliches Direktorium macht sich vielleicht die ein oder anderen Strategieüberlegungen, dann gibt es die Geschäftsführung, die überlegt, dass das alles nicht ginge, und dann gibt es vielleicht die Pflege, die sagt, da machen wir sowieso nicht mit, weil so wollen wir es gar nicht. Das heißt also, diese gemeinschaftliche Erarbeitung von Strategiemodellen und dann aber auch die Ableitung dessen, was das für die Organisation bedeutet, ob das nur eine Praxis oder eine Klinik ist, spielt letztlich keine Rolle. Das hat in vielen Einrichtungen bisher keine Kultur und keine Historie. Der zweite Bereich, auch ein ganz wichtiger Bereich, die drei Bereiche sind für mich wirklich gleichbedeutend. Wann werden eigentlich in Ihren Organisationen mal wirklich Konflikte geklärt?
Also was ist der Prozess, die Dinge, die, wenn es, ich sage es mal ganz vorsichtig, die Nickeligkeiten des Alltages einfach mal zum Thema gemacht werden und nicht der Patient. Also wie ist die Kultur in Ihren Organisationen über solche Beziehungskonstrukte, über das, wie die Zusammenarbeit funktioniert, wie Verbindlichkeit zum Beispiel funktioniert oder eben auch nicht, wie bestimmte Prozesse funktionieren und wie das miteinander geht, wie oft wird das eigentlich heute thematisiert? Und ich kann Ihnen sagen, dass das, was ich in dem medizinischen Bereich erlebe, ist dieses Thema auch, wenn man darüber schmunzeln sollte oder müsste, selbst in psychiatrischen Einrichtungen, es geht immer um den Patienten, es geht immer um den Fall, es geht aber nie um das Teamgefüge. Und ein wichtiger Teil, weil dort viel Energie, ja, ich sag mal, verbraucht wird, die nicht zurückkommt. Und zwar nicht positiv zurückkommt. So, und dann gibt es noch einen dritten Teil, und den möchte ich Ihnen auch nochmal an einem Beispiel erläutern. Es gibt ja in jeder Organisation eine formale Struktur. Also Sie alle haben, ich vermute alle, oder die meisten zumindest, haben klassischerweise Organigramme. Organigramme. Und da hat jemand in den USA mal zugesagt, ja, aber ein Organigramm sagt nichts über die Social Hubs aus. Das heißt, es gibt Organigramme, da sind Menschen gar nicht drauf, die aber extrem wichtig sind in der Organisation, die extrem viel in der Organisation bewegen, die müssen aber in der Hierarchie nicht unbedingt auftauchen. Und diese sogenannten Social Hubs, die zu entdecken, ist eine wichtige Funktion, wenn man Organisationen berät, weil es gibt nämlich neben der formalen Struktur eine Struktur, die immer funktioniert oder die immer vorhanden ist, worum ist es eigentlich korrekter, nämlich die informelle Struktur. Gucken Sie sich doch mal an, wie die Vernetzungsstrukturen in der Organisation sind, nämlich die informellen Strukturen, die müssen überhaupt nichts zu tun haben mit Ihren Organigrammen. Und dann gibt es noch eine dritte Struktur. Und die dritte Struktur ist wirklich, glaube ich, das erste Mal, wir haben ein Buch dazu gemacht, glaube ich, das erste Mal wirklich so aufgenommen worden, dass ich festgestellt habe, eine informelle Struktur sagt ja nichts über eine wertschöpfende Kultur und Struktur aus. Das heißt, es gibt Leute, die reden viel miteinander, die sind auch extrem gut miteinander verbunden. Das heißt aber nicht, dass die wertschöpfend sind. Das kann auch das Gegenteil davon sein. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und das bedeutet, dass wir im Grunde genommen, wenn wir in Organisationen tätig sind, uns immer drei Dinge angucken. Wir gucken uns an, so ein klassisches Organigramm, wir schauen uns an, was sind die informellen Hubs oder die informellen Strukturen, und die dritte Frage ist die relevanteste. Wo sind Mitglieder, Mitarbeiter, Teilhaber, wie auch immer die Strukturen sind, die wertschöpfend sind? Und wie geht die Organisation mit diesen wertschöpfenden Mitarbeitern eigentlich um? Das ist eine spannende Frage. Und die spannende Frage ist sozusagen erstmal über die Frage, bin ich mir überhaupt dessen bewusst, dass diese drei Strukturen nebeneinander existieren? Und wir arbeiten im Regelfall mit der wertschöpfenden Struktur, weil wir sagen, das ist eigentlich die einzige Struktur, die es Ihnen letztlich erlaubt, dass der Laden noch funktioniert, trotz aller Dysfunktionalitäten, die Sie gleichzeitig immer haben werden. Und wie gehen Sie mit denen um? So, man hat mir gesagt, ich habe eine Stunde Zeit, deswegen werde ich jetzt in die Bereiche nicht ganz so tief einsteigen, aber ich würde gerne von dem Daniel Goleman ein interessantes Modell zeigen, was vielleicht einige von Ihnen kennen. Der hat sich mit Führungsstilen beschäftigt, und ich kann Ihnen sagen, es gibt keinen Stil, der für alles funktioniert. Und das ist halt auch das Problem, ich zeige die einfach mal auf dem Chart. Er hat sich mit diesen sechs Strukturen beschäftigt, und eine Aussage vorab: ich habe überhaupt nichts gegen autoritäre Strukturen, ich habe überhaupt nichts gegen autoritäre Führungsstile. Die Frage ist, was will ich erreichen? Und der Goleman hat das ganz gut gemacht. Wenn man die Literatur von ihm liest, dann kann man das eigentlich ganz strikt oder ganz schnell zusammenfassen. Nämlich man kann das zusammenfassen, dass man sagt, überlege dir deinen Stil in der Wirksamkeit, die du haben willst. Und ich mache Ihnen ein Beispiel, was ein bisschen absurd ist, aber ich glaube, Sie können sofort nachvollziehen. Versuchen Sie mal, autoritär Kreativität zu entfalten. Ja, ist nicht möglich. Das heißt, also, wenn ich autoritär handle, dann will ich, und das ist auch erstmal überhaupt nichts Schlechtes, dass ich strikt die Befolgung von bestimmten Dingen möchte. So, und das ist das gute Recht von Führung, dass es bestimmte Situationen gibt, beispielsweise in der Reanimation, wo ich nicht diskutieren will, wo es auch nicht um Kreativität gerade geht, wer den Tubus reinkriegt oder nicht. Ja? Zweiter Punkt, wenn ich möchte, dass ich eine gemeinsame Vision wirklich verfolge, ja, dann brauche ich auch einen visionären Teil in meiner Führung, und das wird anders aussehen als ein rein autoritärer Stil.
Wenn ich Mitarbeit emotional binden möchte und Harmonie fördern möchte, werde ich affiliativ handeln und das wird ein völlig anderer Stil sein, der mehr Beziehungskonstrukte berücksichtigen wird. Wenn ich beispielsweise hier in dem Bereich demokratisch handeln will und ich habe 2 Jahre in der Schweiz gelebt und dort auch beraten in der Schweiz und Sie werden nach, Sie haben mir eben erzählt, Herr Maurer, Sie sind jetzt 1,5 Jahre in Bern und Sie haben sicherlich Erfahrung mit Konsensbildung schon gemacht und Herr Maurer nickt und das ist manchmal ziemlich anstrengend. Aber, und jetzt sage ich ganz bewusst aber, wenn man es denn gefunden hat, dann sind die Dinge tragfähig. Und wir sind schnell mit der Entscheidung, aber stellen fest, hinterher, keiner macht's. Das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen, aber die Wirksamkeit ist nicht unbedingt da. Und das ist in der Schweiz durch diese 2 Jahre, die ich dort eben beraten habe, ganz anders getaktet oder auch anders ausgelegt. Nämlich man hat einen längeren Prozess davor, aber wenn der Prozess dann durch ist, dann ist eine höhere Tragfähigkeit da. Ich weiß nicht, ob Sie es beantworten können, vielleicht nachher in der Diskussion, ob das auch Ihre Erfahrung ist. Also meine Erfahrung war das nach 2 Jahren eben auch das Leben in Zürich und durch die Organisation, die ich dort beraten habe, was mein Erfahrungshorizont sozusagen zusammenfasst. So, und dann haben wir das Thema fordernd. Und das ist sehr spannend, weil manche von Ihnen vielleicht auch über die Generation Y und über was da alles gesprochen wird, auch spricht. Aber die Frage ist, können wir eigentlich nicht mehr fordernd sein? Und ich glaube doch, wir können fordernd sein. Aber da muss ich mir auch überlegen, was ich dafür anbiete. Das heißt, es gibt Leute, die sind extrem interessiert, in einem fordernden Umfeld tätig zu werden. Die sind extrem interessiert, auch nicht 9-to-5 zu arbeiten. Die sind extrem engagiert. Aber die fragen auch nach Bedingungen. Die fragen auch sozusagen, was ist der Beitrag zu meiner Karriere? Was ist der Beitrag, dass es meine Entwicklung auch gibt? Und so weiter und so weiter. Das heißt, also, wer nur fordernd hier versucht zu etablieren, der muss sich eben auch überlegen, was er an Kontexten auch anbieten kann. Und das können vor allen Dingen auch Inhalte sein. So, und dann der letzte Stil. Der Stil wird ja heute für alles genutzt. Das ist das Coachende. Also sozusagen meine Partnerin würde sagen, ich coach dich beim Spülen. Das heißt also, wenn ich wieder nicht gespült habe. Das heißt, der Coaching-Begriff ist mittlerweile ein bisschen verwässert. Das heißt also, er wird für alles Mögliche genutzt. Von daher bin ich da ein bisschen wieder von abgerutscht. Aber natürlich ist es wichtig, Mitarbeiter wirklich zu begleiten, zu entwickeln. Aber das wird jenseits dann eben von, ich sag mal, nice to have sein, sondern ich muss dann schon überlegen, wie die Begriffe da zusammenkommen, dessen, was ich möchte und dessen, was ich bereit bin, dann auch wirklich zu begleiten. Das, was man unter Coaching eben verstehen würde. So. Also das heißt, der Stil ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist, was will ich erreichen, wird darüber entscheiden, welchen Stil ich mehr oder weniger anwende. Ich bin wieder bei Wirksamkeit. Und es gibt Organisationen, da wäre es hervorragend, ein bisschen mehr autoritäre Führung hineinzugeben. Und es gibt andere Organisationen, die kommen nicht in den visionären und auch nicht in den kreativen, also sprich gestalterischen Raum, um das mal so deutlich zu machen, wenn sie dann nur autoritäre Strukturen bauen, weil dann werden bestimmte neue Länder und neue Themen nicht entwickelt. Das heißt also, es kommt drauf an. Interessant ist, wenn man Führung fragt, das ist hier eine Führungsstudie, wenn man Führung fragt, ja, wie sind Sie denn? Also ich gucke jetzt nur auf die Namen, die ich hier vorne noch lesen kann. Ich würde Herrn Schaum, Herrn Fastenmeier fragen, ja, was sind Sie denn für eine Führungskraft? Kann man bei Ihnen viel Autoritäres sehen? Kann man viel sehen zum Thema von mir aus, Sie sind sehr leistungsorientiert zu Ihren Mitarbeitern oder mit Ihren Mitarbeitern? Und interessanterweise gibt es große Streuung dessen, was die Führungskräfte über sich selbst sagen und was die Mitarbeiter über ihre Führungskräfte sagen, was sie denn so unterschiedlich wahrnehmen. Und da gibt es eine große Streubreite. Extrem ist die Streubreite in dieser Studie zwischen gemäßigt autoritär ist die Selbsteinschätzung der Führungskraft und das sind knapp 10% und knapp 50% sagen, nee, mein Chef ist aber ganz anders. Also das heißt, da gibt es große Streubreiten. Und zu einer guten Kultur würde es beispielsweise sehr konkret gehören, dass man sich über diese Bilder verständigt. Und das heißt nicht, dass man sie ändern muss. Das kann sein, dass man sie ändert, weil man vielleicht nicht so wirksam ist, wie man möchte. Aber wichtig ist, dass man darüber ins Gespräch kommt, mit welcher Art und Weise kommen wir eigentlich zu unseren Zielen. So, zu den Themen, die vielleicht nicht so allgemein gebräuchlich sind. Der eine Begriff, der wird vor allen Dingen im Moment in der Politik verwertet, das ist der Begriff des Nudging. Da werde ich gleich darüber berichten. Es sind gerade 3 Stellen ausgeschrieben worden vom Bundeskanzleramt. 3 Stellen für Experten fürs Nudging.
Also wenn Sie sich da noch bewerben wollen, ich weiß nicht, ob der Bewerbungsschluss da schon eingetreten ist. Ich werde Ihnen gleich erklären, was das bedeutet. Und das zweite Thema ist das Thema der Volition. Und Volition heißt auf gut Deutsch Umsetzungskompetenzen. So. Und ich habe vor einiger Zeit einen Kontakt gefunden mit einem Professor, das ist der Waldemar Pelz, der ist in Hessen, hat er eine Professur. Und ich habe mich mit dem Thema Umsetzungskompetenzen von Mitarbeitern und Chefs beschäftigt. Und da habe ich eine spannende Studie gefunden. Da habe ich den angerufen, weil ich fand das einfach sehr inspirierend, habe gesagt, können Sie mir eine Stunde Zeit schenken? Ich würde gerne mit Ihnen und Ihre Erfahrung zum Thema Umsetzungskompetenz sprechen und diskutieren. Und die erste Frage, die ich hatte, er hat dann ja gesagt, ja, gerne, nachdem wir ein bisschen ausgetauscht hatten, was so unsere Bereiche sind, in denen wir uns sozusagen bewegen. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde gerne als erstes von Ihnen mal hören, wie sind Sie eigentlich auf das Thema gekommen, Umsetzungskompetenzen, das ist ja Volition, wie kommt man auf so ein Thema? Und dann hat er Folgendes erzählt und die Geschichte ist sehr spannend, die ist fast so spannend wie die Studien selbst und auch die Erkenntnisse daraus. Der hat sich in Mittelhessen erfolgreiche Unternehmer angeschaut. Der ist also durch die Lande gefahren, hat eine empirische Studie gemacht, was unterscheidet oder was ist das Gemeinsame von erfolgreichen Unternehmern. Und dann ist der durch die Lande gefahren, ich mache das mal ganz kurz aus, dann ist er durch die Lande gefahren und hat sich angeschaut, gibt es da was Gemeinsames? Hat Interviews geführt, hat die ausgewertet, tiefenpsychologisch, hat Interviewtechniken angewendet aus der Soziologie etc. Und war dann ziemlich enttäuscht, nach wahrscheinlich einem Jahr in dieser Größenordnung hat es, glaube ich, stattgefunden, es gab nichts Gemeinsames. Also der hat festgestellt, da gab es Strukturen, da waren Unternehmer, 200 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter, die waren extrem erfolgreich und die waren sehr kollegial. Und gleichzeitig hat er welche gefunden, die waren sehr erfolgreich und die waren sehr autoritär und so weiter und so weiter. Also er hat im Grunde genommen diese 6 Führungsstile, die Sie da eben gesehen haben, die der Goldman mal zusammengetragen hat, hat er sich angeschaut und hat gesagt, es gibt nichts Gemeinsames. Und das hat den aber nicht in Ruhe gelassen. Der hat gesagt, das kann doch nicht die Antwort sein, dass wir alle was anderes machen, und am Ende irgendwie überall Erfolg rauskommt, in unterschiedlicher Art und Weise. Und hat dann die Untersuchung neu aufgesetzt und hat gesagt, ich will mal gucken, ob es nicht doch was gibt. Und ich finde das wirklich sehr spannend, deshalb erzähle ich Ihnen das auch. Und hat dann gesagt, ja, und da gab es was Gemeinsames. Trotz der großen Unterschiedlichkeit, in dem, wie die Leute das machen, die kommen alle ins Handeln, die kommen alle in die Umsetzung, die machen nicht nur Pläne. Das heißt also, der ist wirklich auf die Suche gegangen, und ich zeige Ihnen das jetzt gleich, ist auf die Suche gegangen und hat sich angeschaut, dass es Menschen gibt, die scheinbar nicht nur auf der Couch sitzen und über Sport machen nachdenken, sondern die sogar aufstehen und Sport machen. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ob sie auf der Couch sitzen bleiben und über Sport machen nachdenken oder ob sie aufstehen und Sport machen. Und wenn Sie jetzt mal an Ihre Mitarbeiter denken, und der eine oder andere hat von Ihnen wahrscheinlich den einen oder anderen Mitarbeiter vor Augen, da müsste man mal ernsthaft die Frage stellen, wer braucht da ein bisschen Volitionskompetenz? Dass die Versprechen und die Dinge, die sie von Mitarbeitern bekommen, tatsächlich auch umgesetzt werden, Verbindlichkeit geschaffen wird, etc. Und damit würde es bedeuten, dass eben auch Wirksamkeit hergestellt wird. Wenn wir hier nochmal schauen, und wichtig ist, Sie wollen ja nicht permanent hinter Mitarbeitern hinterherlaufen. Eigentlich ist die Aufgabe, Mitarbeiter zur Selbstorganisation zu befähigen. Das heißt, Sie brauchen Mitarbeiter, Sie oder Ihre Mitarbeiter, also wenn Sie Managers of Managers sind, dann brauchen Sie Mitarbeiter, die Mitarbeiter befähigen, sich selbst zu organisieren und selbst was zu wollen. Und hier können Sie mal einen Teil dieser Studie sehen. Und er sagt ganz deutlich, der Gedanke alleine reicht nicht. Der ist zwar gut, der reicht aber nicht. Ich brauche auch einen Plan, der reicht leider auch nicht. Und ich brauche Emotionen, weil eigentlich ist es erstmal bequemer, auf der Couch sitzen zu bleiben. Es ist auch bequemer, die Chipstüte aufzureißen, auch bequemer. Das heißt also, da den Punkt zu finden, wann mache ich wirklich den ersten Schritt, das ist mit Emotionen verbunden. Und wenn wir für Mitarbeiter Perspektiven haben, die keine positiven Emotionen freisetzen, dann wird es halt schwierig. Und dann bleiben viele Dinge halt in dem Bereich eben Bildung, vielleicht Kontrolle, aber nicht in Handlungen gemünzt, praktisch auf der Strecke. Und dann geht es zum Beispiel auch um das Thema Emotionsmanagement eines Managers oder einer Managerin.
Das heißt, wie gehe ich eigentlich mit den Emotionen um, wenn ich erlebe, dass Mitarbeiter genau diese Wirkung nicht entfalten? Und da gibt es sehr unterschiedliche Beispiele, die ich Ihnen heute nicht zeigen möchte. So, und im Bundeskanzleramt, was ich eben erzählt habe, hat man sich damit beschäftigt. Und gestern Abend, wer schon von Ihnen da war, da ist ein Vortrag gewesen, da ist es gefallen, wir haben mündige Bürger oder Patienten. Und Nudging geht nicht davon aus, dass wir so sehr mündig sind. Und das ist ein spannender Punkt. Das ist ja auch eine ethische Frage. Gehen wir davon aus, dass wir alle mündig sind, dass wir alle mündige Mitarbeiter haben, dass wir mündige Menschen haben in diesem Land. Und das Nudging-Konzept geht nicht davon aus. Das Nudging-Konzept geht davon aus, wir haben nur bedingt mündige Menschen und geht davon aus, dass Menschen verschiedene Präferenzen in sich wohnend haben. Also der schon vielleicht ein BMI hat von 35 oder 32 auf der Couch sitzend, um das Beispiel nochmal zu nutzen, der kann durchaus eine Promotion abgeschlossen haben und auch eine Habilitation. Das hindert ihn trotzdem nicht daran, da sitzen zu bleiben. Und der hindert auch nicht daran, dass er nicht weiß, was das für ihn vielleicht gesundheitlich bedeuten könnte. Aber er kommt nicht ins Handeln. Und Nudging bedeutet, ein neuer Begriff vielleicht, empirische Verhaltensökonomik. Das heißt, es ist mit Evidenz zusammengetragen worden, Menschen sind nicht widerspruchsfrei. Also wir wissen vieles und wir tun es nicht. Und dieses Nudging-Konzept, das geht davon aus, wenn ich inkonsistente Präferenzen habe, also Unterschiedliches gleichzeitig möchte, dann weist das auf etwas hin, wo ich aber als Führungskraft mit umgehen muss. Weil es ist erstmal so. Es nützt mir nichts, das zu wissen, aber es ist erstmal so, dass ich damit umgehen muss. Und dieses Nudging-Konzept wird tatsächlich in der Politik eingesetzt, und ich zeige Ihnen gleich konkrete Beispiele, nämlich, dass ich eigentlich dafür sorgen muss, dass Mitarbeiter heute keine Entscheidung treffen, die sie morgen bereuen. Wenn ich ihnen aber nicht helfe, treffen sie viele Entscheidungen heute, die sie bereits morgen bereuen. Und das nennt sich Delay of Damage. Das heißt, wir haben häufig eine verzögerte Wahrnehmung von den Konsequenzen, die wir heute eigentlich schon entschieden haben. Also wer heute Morgen hier ist, ist nicht bei seiner Familie. Ist eine Entscheidung. Müssen Sie sich vielleicht morgen für rechtfertigen. Ja, das heißt eine Entscheidung. Ja, das ist eben einen bewussten Akt gewählt. Kann Ihnen aber auch passieren, dass die Kinder sagen, wenn das die vierte Veranstaltung in diesem Monat ist, wo sie am Wochenende nicht zu Hause waren, dass die Kinder sagen, du bist nie da. Und das könnte für die Beziehung ein bisschen schwieriger werden. Das heißt also, wir sind uns nicht in dem Moment, wo wir handeln, immer darüber bewusst, was eigentlich die mittelfristigen Konsequenzen sind. Und das Nudging-Konzept geht davon aus, da müssen wir Menschen helfen. Darüber kann man jetzt natürlich streiten, ob wir das müssen oder nicht. Ich glaube, wir müssen das. Das heißt also, Führungskräfte müssen oder können Anreize schaffen, welches das Verhältnis, da geht es nicht um eine Seite, aber das Verhältnis von guten und schlechten Gewohnheiten zugunsten der guten Gewohnheiten verschiebt. Und das passiert leider nicht automatisch, weil wir haben eine Reihe von Organisationen, da haben sich die unguten Gewohnheiten praktisch aufgestaut und von den guten sind nicht so viele übrig geblieben. Und die wir bräuchten, sind vielleicht auch nicht mehr in der Organisation, die daran Interesse hätten. Wenn wir da ein Stück weitergehen, dann bedeutet das, wie mache ich das? Und da ist der Begriff des Framing, also des Rahmens, eingeführt worden in diesem Konzept. Das heißt, ich muss bestimmte Bereiche anders rahmen, um andere Entscheidungen herstellen zu können. Und dazu habe ich ein, zwei Beispiele zusammengetragen. Ich zeige Ihnen das mal von Herrn Lauterbach und von Herrn Sawicki, der ja nicht mehr tätig ist in der Rolle, die er mal hatte. Das sind zwei Beispiele eines Framings. Wir zahlen einen Mercedes und fahren einen Golf zum Thema Gesundheit, Gesundheitssystem. Wir fahren Mercedes, glauben aber eine Reparatur dürftigen Golf zu steuern. Das ist ein Framing. Und die Frage ist, welches Framing bei Mitarbeitern oder Menschen auslösen wird. Ich zeige Ihnen weitere Beispiele. Pippi Langstrumpf-System in Organisationen oder Mr. Spock. Also haben Sie viele Dinge mit wenig steuernden Elementen, aber es sieht dann auch manchmal aus wie in der Villa Kunterbunt und sei das nur der Schreibtisch des Mitarbeiters, des Kollegen oder wo auch immer. Hat aber eine Menge Vorteile auch, oder gibt es bei Ihnen eigentlich nur Mr. Spock-Systeme? Also sprich langsame, sequentielle Denkprozesse und komplexe Aktionen etc. So, das heißt, wir haben in Organisationen immer zwei Systeme. Wir müssen uns damit beschäftigen, wo haben wir ein System, was einfach schnell und im Affekt funktioniert und das ist wunderbar. Und wo haben wir in der Organisation Systeme, wo wir sagen, da müsste eigentlich mal Mr. Spock ein bisschen tätig sein, weil da wiederholen wir unsere Fälle sozusagen im Affekt. Ich mache mal ein Beispiel.
Ich nenne das Demotivationstatorte, wenn ich nämlich montags schon weiß, was mittwochs wieder schiefgelaufen ist. Das weiß ich aber eigentlich jeden Montag und ich gehe nicht da dran. Aber im Affekt fühle ich mich gut, weil ich ja was getan habe. Aber der nächste Montag sieht genauso wieder auf. Also diese ritualisierten Demotivationstatorte würde ein Mr. Spock sozusagen anfangen, systematisch aufzuräumen. Ein Pipi Langstrumpf ist das überhaupt gar kein Problem. Das montags halt so, dass es mittwochs halt wieder passiert ist. Und Systeme daraufhin anzuschauen, Organisationen daraufhin anzuschauen, wo haben wir Pipi Langstrumpf und wo haben wir Mr. Spock-Systeme, das ist eine Aufgabe, wie gestalten Sie die konditionelle Bereich oder die Konstitution der Organisation, in dem bestimmte Dinge passieren oder auch nicht passieren. Also gute Gewohnheiten verstärken, Nudging, schlechte Gewohnheiten abbauen. Aber wie? Das ist ein Beispiel hier, das ist hier sozusagen ein Beispiel aus der Universität St. Gallen. Die haben sich mal angeguckt, was passiert eigentlich in einem Trainingsstudio, Bodybuilding-Studio, Fitness-Center, wie auch immer Sie das bezeichnen möchten, wenn man die Zahlung monatlich oder einmal jährlich macht. Und was Sie sehen können, es ist der gleiche Betrag, aber völlig anders in der Trainingsintensität. Wenn ich nämlich monatlich daran erinnert werde, dass mich das Geld kostet, dann gehe ich auch mal wieder hin. Das klappt nicht bei allen, aber bei vielen. Zweites Thema, was ich gerne zeigen möchte. Das heißt, es braucht natürlich einen Nutzen und der Nutzen wird natürlich klar, wenn ich für irgendwas Geld ausgegeben habe, dass dann ich auch irgendwas davon haben möchte. Zweites Beispiel, was ich zeigen möchte, wir alle wissen, was Höchstgeschwindigkeiten sind. Wir alle wissen, dass in Deutschland Höchstgeschwindigkeiten meistens sehr gut ausgeschildert sind. Wir wissen aber gleichzeitig trotzdem, dass wir in unserem Handeln oft anders handeln. Und diese, wenn Sie heute Abend nach Hause fahren, vielleicht können Sie mal darauf achten, da gibt es eine Reihe von Dingen, die stehen auf den Autobahnen, ist eine nudging-orientierte Aktivität. Man hat nämlich nicht wieder hingeschrieben, hier ist nur 130 oder wie viel auch immer, sondern man hat daran erinnert, was die Konsequenzen sein könnten, bestimmte Geschwindigkeiten auf bestimmten Teilstrecken sozusagen zu überschreiten. Das ist Nudging. Man hat nicht mehr hingeschrieben, fahr 130 oder 100. Interessanterweise, sondern man hat über die Folgen informiert und über die Wirkung, die bestimmte Teile sozusagen entfalten können, wenn ich auf diese Art und Weise hinweise. Zweites Beispiel aus den USA, ganz spannend, die haben versucht, Verbraucher zu aktivieren zum Sparen von Energiekosten. Ja, alles möglich gemacht, über Preis, über alles Mögliche. Es war nicht sehr erfolgreich. Die sind schlicht und ergreifend hingegangen, haben den Verbrauchern einmal im Monat geschickt eine persönliche Energiebilanz. Einfach informiert. Die haben klar gemacht, das ist dein Verbrauch, das waren die Peaks und so lebst du. Das hat zum Verhaltensveränderung geführt. Nachweisbar. Hat sich übrigens Herr Altmaier drauf bezogen, der sich mit dieser Initiative auch beschäftigt. So. Das war es, glaube ich, für heute. Zum Thema Nudging, zum Thema Volition und sehr gerne stehe ich dann nachher noch für Fragen zur Verfügung und wünsche Ihnen Wirksamkeit und nicht nur einen Führungsstil. Vielen Dank.